Hey ho, ihr alle, und es ist nicht Acid Art. So, ihr seht's wahrscheinlich schon, wie versprochen, heute mit Infamous Second Son. Aber es gibt noch eine kleine Änderung im Programm. Und zwar habe ich den Acid mitgenommen. Jawohl, jawohl, jawohl. Hey ho, ihr alle. Wie geht's euch? Ich überlasse mal heute den Robin das Reden, so wisst ihr Bescheid. Ich spiele zwar parallel auch Infamous, aber wir sind beide relativ am Anfang. Aber ja, ich überlasse ihm mal die Moderation. Ich wollte dir noch eine Sache erzählen, bevor du anfängst. Meine Freundin war heute Beste, ne? Habe ich dir so erzählt, dass ich dich jetzt so integriert habe, so als Hilfs-Sheriff hier und sowas, alles, bla bla bla, ne? Und dann sagt die so, hä? Wie? Aber dann redest du ja gar nicht. Ich so, nee, nee, dann der Robin macht das dann. Dann sagt die so, ja, aber dann ist es ja kein Original Acid Art. Weißt Not the original. aber verbesserte Version, müsst ihr wissen. Ja, also, wir sind jetzt hier wirklich ganz frisch. Also, ich habe auch noch nichts geguckt, nichts gesehen, ne? Also, ich mache jetzt Start und bin genauso uninformiert wie ihr. Aber du kennst die Und anderen Teile. ich kenne die anderen Teile. Ich habe beide Teile durchgespielt. Ich habe den ersten Teil auch erst relativ spät gekauft. Da gab es den, glaube ich, schon ewig als Platin-Edition. Und hab den einfach mal, ich weiß nicht, es war irgendwie, keine Ahnung, ich war krank, kein Plan, bin in Krank, den ja, GameStop genau. rein und dann stand da, gebraucht 12 Euro und ich, ja, hast du gehört, ist gut, nimm's mal mit. Ja, und so bin ich in diese Welt eingetaucht und ich liebe es einfach, wirklich, ich liebe es. Ich habe gehört, der erste Teil soll nicht so gut sein. Ich habe gehört, der soll eher nervig sein. Der zweite Teil soll dann wiederum gut sein Kann und ich Spaß nicht. machen und so, aber keine Ahnung, also ich weiß nicht. Ich habe beide Teile nicht gespielt. Das ist jetzt mein erster Teil. Aber die Grafik ist so wunderschön. Der hat schon vorgespielt, die Sau. Ich Ja, musste erst noch nach Hause fahren, alles aufbauen. genau. Wir haben es ja heute schon. Was ist da los? Ich weiß gar nicht, wann du es hochladen willst. Ja, du musst auch mal auf die Uhr gucken, ne? Denk dran, so eine halbe Stunde, so ein Part ist immer noch Ja, okay. ich weiß, ich weiß. Ja, Bam, bam, wer mach ich schon. Ja, aber jetzt haben wir genug gelabert, ne? Wir sind ja hier nicht zum Spaß. weiß. Und ich starte jetzt einfach mal ganz fresh vom Fleck weg. Also das ist jetzt quasi das Ende vom zweiten Teil, wenn ich mich richtig erinnere. Wo Hast du aus mit dem Truck dieser... oder was? Echt? Nee, nicht zum Truck. Am Ende vom zweiten Teil gibt es halt jede Menge von diesen Typen mit Superkräften. Am Anfang bist du ja alleine. Es gibt nur dich. Du bist Ah, der Einzige, okay. der diese komischen Kräfte hat. Und im zweiten Teil entwickeln die eine Bombe, die diese Kräfte an alle verteilt halt, ne? Okay. Das finde Und ich jetzt am aber Ende sehr vom verwirrend. Ich zweiten will jetzt nicht Teil... spoilern, aber ich finde das gerade sehr verwirrend, was du mir erzählst. Und am Ende vom zweiten Teil fliegen einfach, weiß ich nicht, 50 Superhelden-Viecher da durch die Gegend. Und, also so habe ich es zumindest in Erinnerung. Ich meine, Second Son, ach, Second Son, Infamous 2 ist auch schon was her. Aber jetzt genießen wir erstmal diese erste Intro-Sequenz. Denk an die Untertitel. Ja. Jetzt Da kann ich kommt nicht irgendwann drüber. so ein Dreieck und dann sagt er, möchtest du Untertitel machen? Der ist wieder hier bestens informiert, der Erste. Ja. Weißt du, ob das auf 60 Frames läuft? Ich glaube meistens. Habe ich auch so die Info. Also 1080p 60 Frames, aber mit manchmal Frame-Einbrüchen, ne? So auf 50 oder so geht der Wollte ich gerade sagen, irgendwas so im Bereich 50 fällt er manchmal. dann. Okay. Endlich, Leute, endlich. Das ist für mich Next Gen. Also 60 stand fest wäre besser, aber. Was will denn jetzt von mir? Ja, das ist voll interaktiv, Mann. Ohne Scheiß, du musst auch voll interaktive Sachen machen. Okay, ich Ja, muss. yeah! Hä? Du Ah, musst den jetzt warte. schütteln, Mann. Und jetzt kannst du so sprühen, so. Ah, Voll ja, okay. geil, ey. Vor allen Dingen. Oh, geil. Muss ich irgendwas Bestimmtes sprühen? Ja, du siehst doch die Lücken. Hast du schon mal gesprayt? Ne, hast du nicht. Ich auch nicht, aber man sieht doch die Lücken. Ich Du habe gerade das sprühst ganze ja in die Bild Lücken. voll gesprayt. Ja, wie immer. Aber der Witz ist, es ist, glaube ich, egal, wo du hinsprühst, der. Nee, du musst die Lücken ausfüllen. Da sind doch diese. Du pappst ja alles zu, was du nicht sprayen willst. Und in der Mitte sind Lücken, wo du halt diese Farbe eigentlich reinhaben willst. Was geht denn hier ab, ey? Ich mach gar nicht. Hallo? Ach so, das kann man gar nicht steuern.
sehr schön. Also ich weiß nicht irgendwie. Also Leute, wenn ihr mich fragt, ich spray gerade einfach irgendwie, bis der aufhört zu Ja, irgendwann sprayen. ist die Dose leer. Ja, dann klebt der aber nochmal ab. So. Ich habe einfach das ganze Ding hier voll, kann doch nicht sein. Weißt du, nur weil es jetzt die Möglichkeit gibt, muss man mich damit nicht nerven. Bei mir ging das voll schnell, ich fand das eigentlich voll cool. Vor allem das Coole ist, dass ja aus dem Headset, aus dem Controller kommt ja das Geräusch wieder, weil es ja endlich mal richtig benutzt. Wie krass ist das denn? Das kann der erkennen. Ich kann ja auch jetzt schon mal sagen, man muss öfters mal dieses Touchpad da oben benutzen. Relativ simpel, aber gerade eben musste ich zweimal, also ich wusste gar nicht, dass das Multitouch hat. Das hat Multitouch? Ich bin's nur, Betty. Und würdest du den Tacker weglegen? Echt jetzt? Du musst reden, Robin. Warum bist du nicht bei der Ich genieß gerade voll die erste Sequenz. Ich kann auf jeden Fall sagen, das Spiel hat bei Metacritic im Moment 81%, kein User Score. Und die Leute finden eigentlich das Spiel, also die Tests sagen, dass es ziemlich gut ist. 75 positive und 13 Mixed, 0 negativ. Die Technik begeistert. Das Einzige, was sie sagen, serientypisch, die Story ist recht mau. Also ich kenne die Story nicht von den anderen Teilen, aber der Robin meinte eben schon so. Jetzt muss ich wieder in mein Büro. Also ich weiß nicht, aber ich glaube, ich liebe dieses Spiel einfach so sehr. Also die Grafik ist auf jeden Krass, ne? Fall richtig Grafik ist krass wirklich auch. sehr schön. Was heißt denn, was mir noch empfiehlt? Also generell die Grafik finde ich wirklich sehr, sehr schön. Das ist jetzt Meckern auf höchstem Niveau. Aber das Einzige, was mir ein Ticken fehlt, ist, ich meine, die haben Anti-Aliasing auf, ich schätze, Und jetzt gelandet. vierfach. Ich hätte mir achtfach gewünscht. Dadurch, dass es dann halt entfernter ist, wenn man zum Beispiel Weitblick hat, dann ist immer noch ein bisschen Kantenbildung, also Treppenbildung. Aber generell, also das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ich schätze, es ist vierfach. Aber naja, das hat Pille-Palle. Also, die Grafik ist echt. Ja. Okay, ich habe jetzt hier gerade schon ein paar Glitches, wo ich einfach mal in der Tonne verschwinde. Echt? Ja. Musstest du raus? Ja, Bewegst du ich dich schon, musste ne? Ich bin auch hinten aus raus dem und dann Lagerhaus bin ich ins raus. Wasser gefallen. Ja, und dann sagt der, geh aus dem Wasser raus. Und dann habe ich erstmal voll lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass ich im Wasser war, muss ich dieses Touchpad drücken. Und das wusste ich nicht. Ich so, hä, wieso hängt da der Spielaufgang oder was ist hier los? Also ich muss sagen, es ist irgendwie jetzt komisch, weil ich bin es gewohnt, in dem Spiel irgendwie halt fast fliegen zu können, so. Und jetzt gerade kann er irgendwie noch gar nichts. Ja, und das erklär mir mal. Ich wollte nicht spoilern, aber jetzt weißt du es ja selber, der kann nix, aber du sagst, das spielt nach dem dritten Teil, nach dem zweiten Teil. Ja, aber der Charakter, den gibt es hier im zweiten Teil noch nicht. Ach so, das ist nicht der Charakter, den man im zweiten Nein, Teil das spielt? ist deswegen Second Son. Ah, zweiter, ah, ich verstehe. Ah, großer Shit. In den ersten beiden Teilen spielst du den Typen, der damals die erste Bombe quasi abgekriegt hat. Und das ist aber jemand ganz anders. Der heißt Weißt Cole. du, ich dachte, Second Son wäre irgendwie was anderes. Ja. Ich hab, weiß, was ich denn dachte, wirklich zwei Söhne sind. Nee, ich weiß nicht, ob das zwei Söhne sind, aber ist halt der zweite Typ, der jetzt hier seine Hauptrolle kriegt. Ja, okay, ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der jetzt gleich auch irgendwie noch irgendwas passiert, dass der jetzt seine erst kriegt. Ja. Oder ob die einfach nur noch nicht verraten, wie es geht. Nee, du siehst gleich, wie der die kriegt. Und das ist krasser Shit. Finde ich voll geil. Ich weiß nicht, ob das in dem zweiten und ersten Teil auch so war, aber ich denke mal ähnlich. Also ich kann dir sagen, im ersten Teil geht diese Bombe hoch und du stehst da. Du bist halt Postbote quasi, weißt du, so Fahrradkurier in New York.
Und du sollst die rausbringen, die Bombe, aber irgendwie klappt das nicht. Und dann geht die hoch, während du die noch hast, so. Ja, und danach hast du halt deine Elektrokräfte. Okay. Nee, hier ist richtig krass. Wird ja gleich passieren bei dir. Der saugt die aus. Also der absorbiert die von den Leuten. Finde ich voll krass irgendwie. Das erinnert mich voll an Heroes. Ach so, das streichen über das Touchpad, um die Tür zu öffnen. Ja, drücken, nicht streichen. Bei mir stand streichen. Echt? Ja gut, ich habe gedrückt. Dann passiert's jetzt. Dann passiert das jetzt, Robin. Du wirst weinen vor Glück. Wir haben jetzt so die ersten 10 Minuten hier. Bis jetzt durfte ich noch nicht viel spielen. Ja, jetzt geht's aber. Ja, was ist los? Aber jetzt lernst du, wie es langsam so abgeht. Oh, 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 oh. Oh. Entweder kann der. Nee, der kann nicht Auto fahren. Ich wollte gerade sagen, entweder kann er nicht Auto fahren oder will ein bisschen hier den Macker machen, aber er kann einfach nicht Auto fahren. Ja, gut, ist auch ein bisschen schwer, wenn man die Hände verbunden hat. Gebe ich zu. Okay, dann suchen wir jetzt wohl Überlebende. Genau. Schön finde ich auch jetzt an dieser Stelle die Info, von dem explodierenden Ding wegzubleiben. Jetzt kann ich auch nicht mehr springen, das ist natürlich auch schön. Ey, was hast du eigentlich vor, gut oder böse zu spielen? Gab es das bei den anderen Teilen auch? Ja, das gab es auch, dass du entscheiden konntest, ob du gut oder böse Sachen machst. Okay. Das Problem war, ich wusste nie, welche Fähigkeiten ich spielen will. Deswegen, ich glaube, ich fand später die Bösen besser. Fähigkeiten. Also im zweiten Teil war das so. Okay. Ja, ich hab aber ehrlich gesagt gelesen, dass die meisten Leute jetzt schon. Wow, was geht denn ab? Ach du Scheiße. Die meisten Leute meinten, dass man besser die Guten spielt, weil dann die Story ein Ticken besser ist. Was ich aber irgendwie blöd finde. Ich meine, ich spiele generell wahrscheinlich den Guten, aber. Ich bin halt ein guter Kerl, so, ne? Aber nichtsdestotrotz finde ich, die sagen ja in den Werbungen und so, sagen die immer, ja, es ist lustig, böse zu sein und so. Und wenn die das schon so sagen, ich weiß nicht. Ich glaube, in dem zweiten Teil konntest du auch irgendwie noch zwischendurch switchen und dann hat sie dann wieder andere Fähigkeiten und so. Das war ganz cool gemacht. Aber. Ach so, okay. Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, muss ich ehrlich zugeben. Also, falls einer von euch noch genau weiß, wie das war, kann das gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall unterschiedliche Fähigkeiten gab, irgendwie, je nachdem, ob man gut oder böse war. Was zum Teufel war das? Also, sie hast du gesehen mit dem Absaugen, ne? Mhm. Ja. Was passiert da mit mir? Jetzt komme ich gar nicht mehr klar darauf, dass ich mich auflösen kann. Ja, genau. Und der ist auch voll, der kommt auch voll nicht mehr klar. Was muss ich denn hier machen? Ach so, ich muss, jetzt habe ich auch wieder die Tür aufschieben. Es ist aber irgendwie echt ein bisschen seltsam so jetzt gerade damit zu steuern, weil irgendwie kannst du ja, nur du so 10 Meter. Steuern. Du kannst auch nicht steuern, gleich kannst du steuern. Ja. Am Anfang, du fällst da fast die Klippe gleich runter. Ach so, ja, na, das ist schon passiert. Okay, und danach kannst du eigentlich steuern. Ach so, ich kann damit durch die Bäume, ah. Okay. Also, die Effekte sehen natürlich schon richtig krass aus, ne? Nein! Reggie! Oh, jetzt kommt schon die erste Entscheidung bei mir. Aber du bist. Ich muss dich da rausholen! Okay. Hilf mir schieben! Okay, jetzt muss ich. Ah. Ja, super. Achso, ich muss einfach nur durchhalten. Bester Typ, ey. Es hört nicht auf, Mann. Es hört nicht auf. Boah, die Gesichter sind zu krass, ey. Du bist okay. Nur atme. Atme. Du wirst wieder. Ey, so wie die Videospiel-Ingame-Grafik waren früher die Cutscenes, ey. Ja, ohne Scheiß. Aber hier gibt's auch keine Cutscenes. Also es gibt Ingame-Cutscenes nur, es gibt aber keine richtigen Video-Cutscenes. Versprochen, das wird wieder.
Haben die auch gar keine gerenderten Videosequenzen so? Nö. Habe ich bis jetzt noch keine gesehen, habe ich auch noch nicht gehört. Es wird ja meistens jetzt immer in Ingame gemacht alles. Ich brauch dich. Ich brauch dich jetzt, okay? Okay? Komm schon. Alles klar? Ja, dann los. Boah, und jetzt sind wir endlich in der Lage, uns von alleine zu bewegen. Aber. Oh, ey, ich kann schon wieder nichts machen. Okay, okay. Du sollst nicht glauben, dass das, was passiert ist, etwas Gutes ist. Okay? Das ist nämlich nicht. Sheriff, wir kommen nicht rein. Der Knopf klemmt. Ich glaube, Betty ist noch da drin. Oh Mann, das Schloss. Wer hat sich denn diese Grundstimme ausgedacht? Von wem? Da war gerade so ein Typ. Ey, Sheriff, komm nicht rein, der Knopf klemmt. Ja, aber ich kann mich ja dematerialisieren. Barbaren, deswegen bin ich jetzt hier drin. Boah, ist die mies. Wie witzig, ich kann mich durch Lüftungsschächte porn. Ja, durch Lüftungsschächte, ich weiß. Das ist aber, hast du schon 1000 Videos von gesehen jetzt hier. Ja, hab ich schon. Frage ist jetzt, wie kommen wir rein? Ja, ist ja einfach. Wie bist du hochgekommen? Ja, ich suche ja so einen anderen Schacht, aber der eine, der hier war, der ging irgendwie nicht. Oder ja, ich habe nicht richtig getroffen. Dich getroffen. Hier geht's nirgends rein. Vielleicht weiter oben. Ach so. Was tue ich jetzt? Böse oder nicht böse? Soll ich mich. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Also theoretisch würde ich jetzt eher zu diesem Bösen leiten. Weil es für mich logischer anhört. Aber das Problem ist, ich will ja die guten Sachen machen. Also, gut. So, let's looking for Betty. Führen Sie einen Rauchsprint durch die brennenden Balken aus, um Betty zu finden. Wo brennen denn hier bei 8 da vorne, ja? Ich bin gut. Ich bin jetzt gut. Entweder habe ich mich verdrückt oder. Ja, ich glaube, das soll so sein. Ach, jetzt krieg ich meine Kette. Oh ja, das funktioniert. Ich will die Überraschung nicht verderben. Bin gleich da, Betty! Ganz ruhig. Sie müssen weg von, Sie weg von mir. Ich versuche Ihnen Nein, zu helfen. Bleiben Sie weg von mir! Stop. Der 10! Ich wollte nur für eine Ablenkung sorgen. Ich wusste nicht, dass hier jemand drin ist. Du hast mir das angetan. Du bist ein Conduit? Oh. Betty, ich erklär's dir. Mieses Action, Mann, mieses Action hier. Gut, ich bin weg. Erst kriegst du das in Ordnung. Also ich muss sagen, das Spiel finde ich schon richtig geil. Hast du noch gar nichts gemacht, ey. Egal. Ey, ich hab erste Trophäe. Die erste Trophäe, weißt du, wie die heißt? Einfach genug. Opfer. Opfer, Junge. Weißt du, den ganzen Spastis immer auf der Straße. Ey, Opfer, komm her. Das ist auch die erste Trophäe, Opfer. Mann, ich war unaufhaltsam. Ist das, wie mich dann erwischt hat? Ja, die haben ein besonderes Loch, in das sie Leute wie mich reinstecken. Wie die Hölle in einer Betonkiste. Die kennen einen Weg, uns anzunehmen. Finde ich auch immer so witzig, wenn du die berührst, dann, dass du dann die ganze Lebensgeschichte von denen immer siehst. Ja. Ich sag das nämlich vor allem Heroes. So kann ein Mann doch nicht leben. Die Grafik ist echt sehr schön, muss man sagen. Ich meine, ich spiele Computerspiele und muss das schon sagen. Also generell nicht schlecht. Voll übertrieben, Mann. Ach ja, wenn du, egal was du machst hier bei dem ersten Ding, wenn du böse oder gut bist, es kommt zum selben Ergebnis. Ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt in dem Game auch anders, dass egal ob du gut oder böse bist, du alles. Nee, nee, ich hab das auch gelesen. Also mit den Fähigkeiten weiß ich nicht, aber ich habe schon gelesen, dass die Story dann ein bisschen anders ist. Ja, die Story, aber ich meinte jetzt mit den Fähigkeiten. Obwohl die Story ja nicht so gut sein soll, haben viele jetzt. Also die Tests so gesagt. Ich meine, keine Ahnung, im Endeffekt geht's ja eher drauf, um rumzufliegen und so. Leute kaputt zu schlagen. Du kennst mich, mir geht's immer um Fähigkeiten. Ja, ich weiß, das einzige Spiel, ich glaube, ich mach dir so ein Spiel mit Fähigkeiten einfach nur. War ich? Das warst nicht du? Du hast es gesehen? Das
IOP-Gefängnis? Wenn sie dich erwischt, dann landest du dort. Halt, halt, halt! Aber der hat seine Fähigkeiten noch. Wer hat seine Fähigkeiten noch? Ich dachte, der hätte die jetzt nicht mehr und ich hab die. Nee, hab ich auch gedacht. Du gehst nirgendwo hin. Ist das in Ordnung? So Leute, jetzt zeige ich euch noch, wie ich den ersten auseinandernehme. Danach kommt die Katze mit der ersten Entscheidung, das würde ich mal machen. Das ist ein guter Abschluss dann. Ja. Das stimmt, das ist ein guter Abschluss. Ja, hast du recht. Mindestens timen kannst du gut. Boah, krass. Alter, das Gesicht von der. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht. Willst du noch die Entscheidung mitmachen? Egal, was du tust, ich weiß nicht. Aber danach ist auf jeden Fall diese alte Frau, die du da vorher gesehen hast, ne? So eine Nahaufnahme von der, wie die so liegt. Ne? Die liegt da so und redet mit dir. Und die Mimik von der ist richtig krass. Die Haut wirft Falten. Echt? Ich sagte, die liegt auf dem Bett und dass du das siehst, ohne Scheiß, da musst du mal drauf achten. Das sieht richtig, richtig krass. Das sieht man bei dem Delsin ja gar nicht, weil der Delsin halt junge Haut hat so. Aber bei der ist das übertrieben krass. Ich glaube, sowas habe ich noch nie gesehen. Nicht mein Cry. Das ist echt krass. Ey, wie lange muss man denn auf den draufkloppen? Ja, du musst, der haut doch immer wieder ab. Ja, aber trotzdem, normalerweise... Hast du den Titel eigentlich an? Niemand muss hier etwas hierüber erfahren. Vergessen, ne? Na ja, klar. Warte mal, stopp! Wir können doch reden! Oh. Oh, Henry. Haben Sie Untertitel an, Herr Robin? Gut. Also die Jagd hat auch so Fähigkeiten. Ich, hab euch den bösen Conduit geliefert. Gute Arbeit, Leute! Das hast du direkt gesehen. Ja, der hat den Typen versteinert. Genau, aber ich habe nicht gedacht, dass die das ist. Also, man erfährt es jetzt, ja, aber ich habe zuerst gedacht, das wäre irgendeine Waffe so. Verräter benutzen, die mit ihnen sympathisieren. Du bist kein Verräter. Oder? Ich, Nein, hey, guck mir das. Ich sehe doch voll human aus. Ich bin nicht nervös. Der ist so geil gleich. Ja, ich werde nur. Menschen werden bei zwei Dingen nervös. Und der so, ich werde noch bei einer dritten Sache nervös. Voll geil. Kam das schon? Gerade. Ja, geil, ne? Oder sie haben etwas zu verbergen. Ich bin auch bei hübschen Mädels nervös. Du warst mit dem Bioterroristen allein da drin. Hat er dir irgendetwas erzählt? Erzählt? Hat er dir etwas gesagt? Vielleicht eine seiner Reden gehalten über Verschwörungen? Was machst du jetzt, gut oder böse? Ich überlege gerade. Ich weiß ja noch nicht, was jetzt die Frage ist. Ja, ich meine allgemein, du musst dich ja eher so für einen Weg entscheiden. Ich meine, die Frage ist relativ. Die Frage ist relativ. Du kommst auf selbe Ergebnis raus. Aber... Ich wüsste halt jetzt gern, welche Fähigkeiten ich dann habe. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber ich meine, willst du eher gut oder schlecht sein? Leute, sollen wir eher gut oder schlecht sein? Ja, genau. Entscheidet in diesem Video und erwartet im Nähe. Du wartest ja bestimmt nicht, bis die Leute antworten. Ja, ich spiel nochmal durch. Ja. Okay, okay, okay. Ja, bin ich. Manchmal muss man Feuer mit Feuer bekämpfen. Und jetzt steht fest, dass du kein Feigling bist. Was bedeutet, dass du mir etwas verheimlichst? Was tust du da? Das geht nicht. Was soll das? Ich habe Rechte. Und ich bin gesetzlich dazu befugt, diese Rechte aufzuheben, wenn ich es für angebracht halte. Wie jetzt zum Beispiel. Ich frage nochmal. Oh, ist doch ganz human da. Und ich sage es nochmal. Nicht. Ohne Scheiß, der Gelb. Ich hätte eben auch fast die Special Edition gekauft. Habe ich auch überlegt, aber. Da gibt's ja diese Jacke dabei, ne? Weil der Typ hat mir das erklärt. Und dann habe ich gedacht, da ist jetzt wirklich eine Jacke dabei. Ich habe gedacht, da ist ein DLC dabei. Er meinte so, ja, ein DLC und so eine kleine Jacke. Ich so, hä? Für das Spiel. Ja, genau. Er meinte, da kann man das Spiel so reintun. Aber es gab ja so eine Zwischenversion noch, ne? Mit Steelbook und allem. Da habe ich auch überlegt, na, nimmst du die vielleicht, aber dafür ist mir das Spiel jetzt nicht so wert, weil ich bin jetzt nicht so der große Fan wie du. Ja, die Mütze ist auch dabei, ne? Echt? Mhm. Geil.
sagen? Oder soll ich lieber meinen Freunden hier sagen? Wie geil. Meint er so, ich bin ein neuer Superheld. Ich werde die Kranken heilen. Stellen Sie sich, opfern Sie den Stamm. Ja, jetzt bist du zu deiner Frage. Was macht Robin? Gut oder böse? Wie gesagt, ich würde dann auch eine Richtung gehen, ne? Ich würde nicht einmal gut, einmal böse machen, ich würde mich da entscheiden. Aber cool, dass du dann erstmal so klicken kannst und dann kommt so ein. Ja, Info. Gucken, was da steht. Ja, fand ich auch ganz gut gemacht. Boah, Leute, das ist wirklich eine schwere Frage. Ich meine. Wir kommen zum selben Ergebnis, also keine Angst. Ne? Also wie gesagt, ich habe gut genommen, weil ich aus reinem Herzen gut bin. Du würde ich dann eher böse empfehlen, weil. Ja. Naja. Nein, mach, was du willst. Leute, der coole Schuhe, der Delsen. Gefallen mir die Schuhe. Was meint ihr? Sind wir gut? Böse. Und hatte es einen Sinn, dass ich genau anders gesprochen habe, als ich die Tasten. Oh Gott. Scheint es jetzt wieder ein bei DSDS. Hey, es regnet jetzt hier. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Wir sind gut, Leute. Wir sind gut? Freut mich, Robin, freut mich, dass du dich dazu entschieden hast. Wobei ich denke, so böse Sachen kommen besser an bei den Leuten, aber egal. Ich hab's mir gerade erst eingefangen von dem Kerl. Eingefangen? Sehr lustig. Wow, what the fuck? Oh geil, man, hast du es gehört? Mein Controller macht wieder Sounds. Wie hat man in den vorigen Teilen neue Fähigkeiten bekommen? Über so komische Terminals. Terminals? Das waren so Teile, da sind dann beide reingegangen und der hat dann die Kräfte von dem einen auf den anderen übertragen. Ach, beide mussten das zustimmen oder was? Ja, du konntest auch reingefesselt werden oder so. Okay, da finde ich das aber cool. Okay, da finde ich das aber so cool. Ja, genau, Karma-Stufen. Also, ich glaube, das ist relativ chillig, das später hin und her zu switchen, wenn du nochmal böse werden willst oder so. Da okay. Musst du nur ein bisschen Faxen machen, dann bist du ganz schnell auf der anderen Linie, glaube ich. Nicht schlecht. Also hier ist es so, dass man so Kristalle aufsaugen muss oder sowas. Oder halt spezielle Leute kennenlernen muss. Ja, sowas mit Kristallen gab es auch im zweiten Teil. Also hier sind so Kristalle, die so rumliegen und dann kannst du die so berühren und so und dann saugt er das so auf und wird so Killer. So, wie lange nimmst du auf, mein Freund? Ja, 30 Minuten sind wir jetzt ungefähr. Ja, doch, ja. 3 Minuten, dann sind es 30. Ja, ist so schön. Wie du willst. Mach, was du willst. Kannst du jetzt die Dings... Und nur ja, achte auf die Frau dann, ohne Scheiß. Das ist voll krass. Ich lasse jetzt noch die alte Frau durchs Bild kommen. Der ist voll lustig, ey. Jetzt bin ich irritiert. Nach der Cutscene dachte ich, kommt jetzt noch eine Cutscene mit der alten Frau. Oder meinst ja. du die Böse da? Nein. Aber jetzt bin ich gerade... Du liegst auf dem Bett, ne? Genau. Ja, und jetzt musst du ein bisschen laufen, so ein bisschen den Weg lang. Und dann kommst du zur alten Frau. Zur Betty. Und dann ist das, was ich meine. Das sieht man in dem Video sowieso nicht, Leute. Also braucht er gar nicht so drauf zu achten, aber. Wie lange war ich weg? Die Frage des Tages. Wie haben wir überlebt? Warum sind wir nicht in Gefangenschaft? Was sind das für Röntgenaufnahmen? Warum liegt hier Stroh? Wie viele Menschen hat sie verletzt? Ja. Ich würde sagen, das ist jetzt so der erste Eindruck, den wir hier vermitteln konnten. Das Intro, wir haben jetzt noch nicht so viel vom Spiel gesehen. Aber ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir machen dann relativ fix weiter mit dem zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten, siebten, achten Teil. Ach, willst du komplett alles machen? Zwischendurch immer. Mal ein bisschen... Du kannst auch komplett machen, wenn du Bock hast. Ah, komplett ist mir auch zu stressig. Aber ich werde dann nochmal so nach 2 Stunden werde ich ein bisschen was zeigen. Dann ja, den Anfang kannst du ein bisschen mehr zeigen jetzt, oder? Ja, vielleicht machen wir noch einen zweiten Teil, nochmal 30 Minuten vom Anfang und dann irgendwann nach einer gewissen Zeit, wenn man schon Skills hat und ein bisschen was zeigen kann und auch ein bisschen mehr zu dem Spiel sagen kann. Also so in die Richtung, denke ich. Ja, und dann, wenn der Asset mir noch erklärt, wie das mit dem... PC geht, mache ich vielleicht noch ein Video von der Wildstar Beta, falls ich am Wochenende da reinkomme.
Und ja, diesmal hast du die letzten Worte, mein Freund. Ah, das ist aber nett von dir. Geil, ne? Ja gut, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß hier mit dem Robin. Er macht das hier schon richtig professionell, muss nur ein bisschen mehr lernen, ein bisschen zu reden zwischendurch. Aber sonst fand ich das schon sehr schön, hat mir gut gefallen und ich hoffe, er macht viele Videos. Von mir aus kann er das Ding ja auch komplett machen. Also je mehr, desto besser. Ihr könnt ja mal drunter schreiben, wie ihr das Video bis jetzt fandet. Jetzt war ich ja noch dabei, ich werde nicht bei jedem Teil dabei sein, aber mir hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.